Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Gute Stimmung herrschte zum Trainingsauftakt im Sportfeld, bei dem Manuel Zeitz leider nur zuschauen konnte. Der Capitano laboriert an einer Erkältung, wird aber bald wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen können. Ebenfalls nicht auf dem Platz standen heute die langzeitverletzten Richard Neudecker, Patrick Schmidt und Sebastian Jakob, der sich nach seiner Kreuzband-OP aber sehr positiv über den Genesungsprozess äußerte. Nach der Partie sprachen wir mit Cheftrainer Rüdiger Ziel. Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Och, sehr gut. Entspannt. Freunde getroffen, Familie getroffen. Von daher war sehr, sehr gute Zeit, auch wenn es kurz war, 2 Wochen. Aber ja, Zeit genossen und bereit jetzt für die neuen Aufgaben. Ich glaube, hat man auch gemerkt im Training, jetzt freuen sich alle wieder, dass wir auf dem Platz sind, Fußball spielen können und bereit sind, einfach Vorbereitung auch aufzunehmen. Ja, jetzt startet ihr quasi unmittelbar ins Trainingslager. Wie ist denn die Planung bis zum Köln-Spiel insgesamt? Ja, klar, dass wir jetzt die ersten Tage hier zum Reinkommen nutzen, werden morgen, übermorgen schon Intensitäten auch steigern jetzt. Trotzdem Vorbereitung einfach auch schon fürs Trainingslager, für diese 2 Testspiele. Am Samstag fliegen wir weg und ja, 2 Wochen später schon das erste Pflichtspiel. Von daher wird es jetzt nicht so extrem intensiv. Ich glaube, die Haupttrainingseinheiten werden diese 2 Testspiele sein, die wir dann auch nutzen wollen. Ja, diese Form, die wir auch jetzt vor Weihnachten hatten, zu konservieren, dass wir diese Dinge einfach bestätigen und da mit einem guten Gefühl dann auch in Köln starten können. Ja, die Gegner sind Zürich und? Der 2. Testgegner steht noch nicht fest. Da sind wir am Gucken, dass wir hoffentlich freitags, womöglich aber donnerstags dann spielen müssen, aber dass wir dann Gegner da auch haben. Und sind wir dran und bin ich auch zuversichtlich, dass wir da einen finden. Ja. Wer wird denn eigentlich mitfahren? Es sind ja heute am Platz, waren ein paar Jugendspieler. Andi Breuer ist zurück, Leo Schahin. Und ich habe gehört, Tim Walle würde auch mitfahren. Genau. Wir füllen den Kader auf, dass wir da genug Auswahl an Spielern haben, dass wir da einfach die 2 Spiele auch komplett bestreiten können mit mindestens 20 Feldspielern. Und entsprechend sind die Spieler auch mit dabei. Ja. Neuzugänge. Wird vielleicht schon jemand mitfliegen nach Spanien oder kannst du das jetzt schon ausschließen? Oder wie sieht es generell mit der? Ja, deswegen ist die Frage, gibt es Neuzugänge? Von daher, ich glaube, das habe ich auch vorab schon immer wieder betont. Ich bin mit dem Kader, der so ist, wie er ist, sehr zufrieden. Wir spielen in dieser Zusammenstellung, dass Sebi Jakob, Patrick Schmidt, Richard Neudecker verletzt fehlen. Ich glaube, Richie hat im Oktober nochmal ein Spiel gemacht, ja. Aber seit Anfang Oktober so zusammen haben da viele Punkte geholt. Von daher bin ich so mit der Konstellation sehr zufrieden. Klar müssen wir gucken, wie ist die Situation der angeschlagenen Spieler. Sind da auch am Gucken, am Telefonieren, ob es eventuell eine Möglichkeit gibt, einen Spieler dazu zu holen, aber jetzt nicht mit der Brechstange, wo man sagen muss, wir müssen unbedingt auf Position X jemanden dazu holen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ich bin zufrieden mit dem Kader, so wie er ist. Er ist klein, aber fein. Ja. Also so ein Kracher wie Beuth, der ist nicht sehr wahrscheinlich. Wir sind am Gucken. Also am Ende muss, glaube ich, schon so sein, dass wir alle Facetten abdecken, wo wir sagen, Qualität, Charakter, passt in die Mannschaft rein und werden mit Sicherheit nichts Verrücktes machen, wo wir sagen, wenn ein Verein oder ein Spieler kommt und sagt, ihr habt ja viel im DFB-Pokal eingenommen, dann könnt ihr mir auch ganz viel bezahlen oder könnt ganz viel Ablöse bezahlen, werden wir nicht mitmachen. Das heißt, das Geld wird eher dafür benutzt, dann in der kommenden Saison, wenn es womöglich sogar in Liga 2 losgeht, sich entsprechend verstärken zu können. Soweit sind wir noch nicht in der Planung.